2021 früher in Rente ohne Abzüge gehen mit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Viele hunderttausend Rentenversicherte werden im Jahr 2021 wieder in eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte gehen. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist neben der Regelaltersrente die beliebteste Altersrentenart in Deutschland. Sie ist eine vorgezogene Altersrente, denn man nimmt sie ja vor der Regelaltersgrenze in Anspruch. Und grundsätzlich kann man diese Rente nur ohne Abschlag in Anspruch nehmen. Wir müssen zwei wesentliche Voraussetzungen für den Anspruch auf diese Altersrente erfüllen. Erstens, ich brauche das erforderliche Lebensalter. Seit dem 01.07.2014 gibt es ja die Regelung, dass der Rentenbeginn mit Vollendung des 63. Lebensjahres nur für die Geburtsjahrgänge vor 1953 für diese Rentenart möglich war, plus 45 Jahre Wartezeit. Wer nach 1953 geboren wurde, muss mit einem höheren Renteneintrittsalter rechnen. Da gibt es Tabellenwerte. Beispiel, wer am 01.03.1957 geboren ist, der kann am 01.01.2021 mit Vollendung des 63. Lebensjahres und 10 Kalendermonate diese Rente in Anspruch nehmen. Weitere Voraussetzung ist, der Versicherte muss mindestens 45 Jahre Wartezeit erreicht haben. Das sind 540 Kalendermonate. 45 mal 12, 540 Kalendermonate. Zu den Wartezeitmonaten zählen Pflichtbeitragszeiten aus einer Beschäftigung oder einer selbstständigen Tätigkeit, Kindererziehungszeiten, Wehrdienstzeiten, Sozialleistungsbezug als Pflichtbeitragszeiten, der versicherte Minijob auf jeden Fall auch noch mit dazu und auch Kalendermonate aus nicht versicherungspflichtiger, geringfügiger Tätigkeit. Arbeitslosengeld 1-Zeiten, soweit nicht 2 Jahre vor Rentenbeginn und auch freiwillige Beitragszeiten zählen als Wartezeitmonate dazu, wenn man mindestens vorher oder wie auch immer 18 Jahre Pflichtbeitragszeiten nachweisen kann. Wichtige Zeiten, die auch noch mit dazu zählen, die Kinderberücksichtigungszeiten. Nicht zu den Wartezeiten zählen dazu Schul-, Fachschul- und Hochschulzeiten, Anrechnungszeiten, Zeiten des Bezugs von Hartz IV, Arbeitslosenhilfe, Rentenbezugszeiten, die Zurechnungszeiten für eine Erwerbsminderungsrente, Zeiten aus einem Versorgungsausgleich und dem Rentensplitting. Das zählt alles nicht mit dazu. Also da hat der Gesetzgeber schon ganz schön viel an Wartezeitmonate rausgenommen, was dazu zählen könnte. Vorteile für die Versicherte, wenn sie diese Rente im Jahr 2021 nutzen. Der erste Vorteil ist der, sie nutzen natürlich auch die neue Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro, die nämlich ab dem 1. Januar 2021 gilt. Wer ab Rentenbeginn nicht mehr als 46.060 Euro brutto im Jahr dazu verdient, dessen Altersrente wird nicht gekürzt. Und er bringt noch einen Vorteil, wenn Sie weiterhin arbeiten gehen, neben dieser vorgezogenen Altersrente bekommen Sie bei einem Durchschnittsentgelt von 41.541 Euro brutto noch on top oben ein Entgeltpunkt auf Ihre spätere Rente nach der Regelaltersgrenze oben gutgeschrieben. Und das sind derzeit aktuell 34,19 Euro mehr Rente, die Sie dann später einmal dazu bekommen. Wenn Sie diese Variante nutzen wollen, dann denken Sie bitte an eines. Automatisch erlischt Ihr Arbeitsverhältnis bei Rentenbeginn nicht. Denn wir haben es hier mit einer vorgezogenen Altersrente zu tun. Und hier gilt die Regel, dass Sie selbst kündigen müssen. Das Arbeitsverhältnis endet immer nur dann, wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben. Deshalb bitte in Ihren Arbeitsvertrag reingucken und schauen, wie die Kündigungsfristen sind und dann entsprechend mit dem Arbeitgeber über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses verhandeln oder Sie müssen dann halt eben schriftlich kündigen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.